Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Railway Empire. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich fertig, es ist 3 Uhr morgens und ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, aber man ist so viel am Aufnehmen und am Zocken und am Spaß haben, dass man das kaum mitbekommt. Sorge in Buffalo für 70.000 Einwohner war unsere Aufgabe, der wir uns noch nicht gewachsen fühlen, schon allein, weil so wenig Mais produziert wird. Dieser Mais muss größer werden. Um ihn größer zu machen, brauchen wir natürlich dementsprechend mehr Geld. Und für mehr Geld müssen wir entweder einen neuen Kredit aufnehmen oder aber... Ich nehme einen neuen Kredit auf. So, dann zahlen wir den erstmal zurück. Und erhöhen die Maisfarm auf die nächste Stufe. 800.000 kostet das Ganze. Gebe ich gerne aus. So, ein Kredit läuft noch. Aber wenigstens bekommen wir jetzt schnell genug Mais ran. Wurde auch Zeit. Buffalo selber. Wie sieht's da aus? Nicht besonders gut. Die Bedarfsdeckung ist sehr niedrig. Selbst mit Mais wird die nicht besonders hoch gehen, weil wir noch Kleidung brauchen, Obst und Gemüse sowie Stoffe. Obst kann ich besorgen, aber Gemüse sieht schlecht aus. Gemüse gibt's gar nicht in der Nähe. Nun gut, bauen wir erstmal einen kleinen Bahnhof für Obst. So, der kann gleich mal rüber. Warum ist das so teuer? Schon besser. 60.000 sieht besser aus. Riecht auch besser. Ja, und dann war ja angedacht, das Ganze vielleicht in ein extra Warendepot zu bringen. Allein schon, damit wir mehr Platz haben für die einzelnen Städte bzw. für die ganzen Farmen hier. Eventuell sollte ich das tun. Ich bringe erstmal hier vorne hin unsere Strecke. Dann reißen wir hier ein paar Schienen ab und setzen ein Warendepot in die Mitte. Ich denke mal, das ist ganz gut. Ja. Einzige Möglichkeit. Und dann können die von Pittsburgh das Ganze hochbringen. Museumsbahnen. Dafür kriegen wir dann 25% Wertverluste weniger für unsere Bahnen. Das ist ganz gut. Wir lassen noch ein bisschen Zeit vergehen. So. Jetzt sind wir hoffentlich die Letzten, die darauf bieten. Wisst ihr was? Ich setze das jetzt einfach hier ran. Das ist nicht schlimm. Machen wir noch ein Ausgleichsweich... Ausweichgleis vorne hin. Okay, ich muss schlafen. Ich muss definitiv schlafen. Man merkt es, es ist 3 Uhr morgens. Ich bin nicht mehr der Fitteste. Im Schritteste. So ist gut. Auch hier bitte noch ein Ausweichgleis mit ran. Warum geht's nicht? Zu eng, oder wie? Soll ja nicht wirklich ausweichen. Soll ja nur eine Haltelinie sein. Für den Fall, dass der Bahnhof besetzt ist. So. Du hast die Auktion gewonnen. Doch was fängst du damit an? Das erzähle ich dir nicht. Ansonsten machst du mich nach. So, geschafft. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. Ich sollte eher gucken, was wir noch alles erforschen können. Im Moment ist nicht allzu viel parat. Aber ich hätte gern noch das ein oder andere, wie zum Beispiel verbesserte Leistung oder hier die Transportvergütung. Dafür müssen wir aber erst einmal diesen Zug erforschen, die Rogers Module, um da ranzukommen. Oder aber den Verbundwaggon. Aber das würde eben nur Zugpersonal reduzieren, beziehungsweise die Kosten fürs Zugpersonal. Also brauche ich es nicht. Hier stellt keine Stadt Stoffe her, außer der hier. Schlecht für uns, aber jetzt geht zumindest Obst nach Buffalo. Buffalo wird dadurch steigen, wieder wachsen. Die haben immer noch keinen Mais. Das kann aber langsam nicht sein. Wollte gerade sagen, Mais müsste doch langsam mal ankommen. Dann kommt Mais und Obst. Bier. Bier könnten wir jetzt noch rüberbringen. Hier sind alle Schienen besetzt. Dann machen wir jetzt ein Warendepot fertig. Und Stoffe könntet ihr auch rüberbringen und dann ist hier alles in Ordnung. Also ein Warendepot.
So schön. Und dann bitte den Bahnhof in Syrakuse erweitern. Es scheint sich zu lohnen, in dich zu investieren. Naja, mehr oder weniger. Jetzt noch nicht. Die Zeit kommt erst noch. So, einmal rüberfahren bis hier vorne. Und dann da ran. Am besten aber oben. Dort wird man uns loben. Und dann bringen wir die Waren rüber. Das heißt, eine Number 51 fährt mit Bier von Syrakuse nach dort. Wobei wir gar kein Bier haben, also wirst du nur die Stoffe bringen. Ich hab was vergessen. Löschen. Du möchtest Bier 20 und Stoffe 40. So, jetzt. Es ist dir gelungen, eine wichtige Passagierlinie einzurichten. Ach, ist es das? Tatsächlich, wir haben die Passagiere alle rübergebracht und jetzt müssen wir noch Buffalo auf 70.000 Einwohner bringen. Das wird kein Problem sein. Das nächste schon eher das Gleissystem, dann 12 Städte anschließen. Oh je, wir haben noch so viel zu tun. Dann brauchen wir auch definitiv noch ein weiteres Ausweichgleis hier vorne. So ist gut, dann die Signale. Nee, da ist es falsch. Da muss es hin. Du kannst hier mit ran. Ja, ist richtig rum. Perfekt, das läuft. Fahr mal zu. Und dann der nächste Zug von hier nach da. Getreidefarm nahe Jacksonville. Kann ich mir eh nicht leisten. Aber trotzdem danke fürs Angebot. Ich brauche jetzt erstmal die Consolidation. Dann kommt irgendwann die Consolidation B und irgendwann auch die Baldwin Ten Wheeler und die Decaport. Ich liebe die Decaport. Zumindest die, die es in diesem Zeitalter gab. Die ist geil. Die ist einfach nur Hammer. Und wir könnten den Weizen jetzt auch hochbringen nach Syrakuse. Wo wir dann dafür sorgen können, dass Bier produziert wird und das Bier wird dann wieder hier rübergebracht. Das ist die Idee. Also Bahnhof erweitern. Das sind alles zusätzliche Gewinne, die ich mir nicht abspenstig machen lassen möchte. Dafür muss der Bahnhof hier auch nochmal erweitert werden. So ist gut. Bitte an das Gleis ran. Dankeschön. Dann brauchen wir eine Lokomotive, die Number 51, die bitte von hier nach da fährt. Ein Versorgungsturm. Ausweichgleise. Signale setzen. Okay, wunderbar. Eins könnten wir noch setzen. Okay, und auch hier bitte nochmal. Ja gut, und vor Syrakus auch noch einmal. Läuft. So ist gut. Okay. Dann schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze vor sich hin werkelt. Werden dementsprechend auch ganz viel Geld wieder bekommen. Allein schon für das ganze Bier werden wir definitiv mehr Geld bekommen.
Und wir werden 3 Züge mit Weizen rüberfahren lassen, weil die ja nicht nur das Bier produzieren müssen, sondern auch selbst noch Weizen verbrauchen. Und das Bier für eine andere Stadt produzieren. Es ist natürlich dann Wahnsinn, was hier alles verbraucht wird. Aber es hilft uns. Es hilft uns sehr, an Geld zu kommen. So, gleichzeitig wird Buffalo dann wieder weiter wachsen. Bedarfsdeckung ist bei 67%, weil sie jetzt endlich Mais bekommen. Weil sie jetzt auch Holz haben. Aber das Holz werden sie erst gleich benötigen. Das brauchen sie jetzt noch nicht, aber dann ist das wenigstens schon mal mit drin. Obst ist mit drin. Obst kommt wieder Neues rein, sehr schön. Und dann müssen wir die Expresslinie von Toledo nach New York irgendwann mal fertig machen. Aber das kann auch dauern. 12 Städte müssen wir erstmal anschließen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um Grand Rapids. Erweitern. Kleiner Bahnhof. Na, mach mal einen großen Bahnhof. Dann ist der mit drin. Was? Noch ein Bahnhof? Wie sieht das denn aus? So, und dann nehmen wir das äußerste Fleckchen, um eine Direktverbindung hierhin zu schaffen. So. Dann brauchen wir die Rogers American, die zwischen den beiden hin und her fährt. Und nur Fracht und Passagiere, Post und Passagiere hin und her bringt. Versorgungsturm kommt in die Mitte. Und alles ist gut. Ihr habt auch schon eine Reparaturstation. Zinsen für Anleihen sind fällig, ist okay. Bei all dem, was wir jetzt mittlerweile reinkriegen, ist alles gut. Auch Syrakuse ist jetzt dabei, mehr zu bekommen. Die Young-Zucht für 127.000. Ja, warum nicht? Dann kaufen die bei mir ein, um dann das Rind hier verarbeiten zu lassen. Toledo braucht sowieso Rinder. Also insofern könnten wir die gleich einmal rumführen. Bräuchten bloß einen Bahnhof. Machen wir mal so. Warum nun musstest du genau diesen Landbetrieb anschließen? Weil er mir gehört. Genug erklärt? Ich denke schon. So, das sieht gut aus. Okay, dann kriegen wir auch Rinder nach Toledo. Und können die Rinder auch gleich nach Indianapolis bringen. Jetzt brauchen wir ein Ausweichgleis. So, wir machen es jetzt ein bisschen anders. Ist zwar teurer, aber mein Gott, dann habe ich mir wenigstens das ganze Umständliche gespart. Muss ich nur noch hier überall im regelmäßigen Abstand eine Bremse errichten. Immer wunderbar, wenn man sich an den anderen Teilen orientieren kann. Okay. Dann kommt ein Versorgungsturm mit dazu. Und die Lokomotiven. Dann ist alles soweit geschafft. Okay, Toledo wird jetzt mit weiteren Leuten versorgt, beziehungsweise mit weiteren Rindern. Oh Leute, bin schon heiser und das um diese Uhrzeit, ey. Das darf nicht passieren. So, die Rinder kommen. Oh nein, bringt euch in Deckung, die Rinder kommen. Wenn du nicht willst, dass ich dich an deinem neuen Bahnhof aufknöpfe, pack ihn lieber wieder ein. Ach, sehr ruhig.
Warte mal, wir nehmen das äußerste Gleis. Ist besser. Brauchen dann 69.000. Dollywood vergrößert das Netz. Derzeit 30 Bahnhöfe angeschlossen und es werden mehr. Gut, das mit es werden mehr habe ich mir jetzt ausgedacht, aber ist ja, entspricht ja der Wahrheit, nicht? Also, ja. Eine weitere Number 51. So, dann gehen genügend Rinder nach Toledo. Alles ist gut. Wir haben ja sowieso die Rinderproduktion für uns gesichert. Dementsprechend wird der Bauernhof hier ordentlich genutzt. Der ist schon Stufe 3. Das ist perfekt. Auch die Maisfarm kommt endlich mit der Produktion hinterher, sodass Pittsburgh und Buffalo und alle anderen auch genügend Zeug bekommen. Sieht sehr gut aus. Also von der Bedarfsdeckung her. Und wenn wir jetzt noch Bier rankriegen, dann ist alles wunderbar. Du bringst nur Stoffe. Stoffe sind aktuell das meist gemochtetste. Gemochteste? Oh, Leute. Ich habe doch hier ein Ausweichgleis. Fährt denn da jetzt schon ein anderer Zug? Ja. Und der bringt immer noch Stoffe hin. Haben wir nicht schon genug Stoffe? Eigentlich schon. Wir machen das mal auf 30. Dann reicht das. Und hier fahren jetzt drei Züge mit Rindern hin und her. Hier fahren die nächsten Züge mit Rindern. Dann auch mit einem Ausweichgleis. So ist gut. Wir setzen Signale dazu. Einen Versorgungsturm in die Mitte. Sehr schön. Hier geht's in die andere Richtung. Geschafft. Wunderbar. Und dann die Züge erstellen. Number 51 von hier nach da. Und bitte Reparaturstation mit ran. Es sind genügend Rinder gerade in Indianapolis. Gut zu wissen. Da sind auch noch Rinder in der Scott Ranch oder auf der Scott Ranch. Wir können froh sein, dass wir diesen Betrieb hier haben. Okay, Washington, Syracuse brauche ich nicht. Wir haben jetzt erstmal Bier, das nach Buffalo geht. Demnächst zumindest. Bringt schon mal jemand Bier runter? Nein. Was ist mit dem Bier? Bier ist zu wenig da. Weil die Bierproduktion zu langsam ist. Ich kaufe sie jetzt einfach auf und erweitere sie. Und vorher erforschen wir noch die Consolidation. Du kannst froh sein, wenn deine neue Lokomotive überhaupt vorankommt. Ja, ist trotzdem nicht schnell genug. Wir könnten jetzt alle mit der Consolidation ersetzen, aber ich will irgendwann die Consolidation B haben. Die ist wesentlich besser. Und die hier ist auch nicht schlecht. Die Baldwin 10-Wheeler.